Konnichiwa, Minasan! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns ein bisschen mit Origami auseinandersetzen. Und am Anfang möchte ich einen Riesendank an Nintendo aussprechen, denn die haben mir das Spiel Paper Mario The Origami King zur Verfügung gestellt. Im Titel ist es ja schon enthalten, Origami, denn die Charaktere in diesem neuen Nintendo-Spiel, die verhalten sich so ein bisschen wie Origami. Die sind so ein bisschen gefaltet, wie man das von Paper Mario ja schon ein bisschen kennt. Was aber genau hinter diesem Origami überhaupt steckt, wo das herkommt und wie tief das in der japanischen Kultur eigentlich verstrickt ist, das schauen wir uns hier in diesem Video heute ein bisschen genauer an. Also vielen Dank an Nintendo, dass ihr mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt habt, damit wir da gleich mal ein bisschen reingucken können. Nun aber erstmal allgemein zu Origami. Origami, wo kommt das Wort eigentlich her? Es kommt von dem japanischen Wort Oru, was ein Verb ist und Falten heißt, und dem japanischen Wort Kami, was Papier heißt. Das hat man dann eben fusioniert und da Origami draus gemacht, was wortwörtlich übersetzt so viel heißt wie gefaltenes Papier. Das ist es ja im Grunde auch, man faltet Papier. Das Ganze kommt aus der Muromachi-Zeit, ist also schon ein paar Jahrhunderte her, als man das Ur-Origami erfunden hat. Und früher hat man es benutzt, um Geschenke einzupacken und die dann an irgendwelche Leute zu geben. Das heißt, es war mehr oder weniger eine Falltechnik von Geschenkpapier, könnte man sagen. Aber das war jetzt nicht so, als dass jeder Japaner das irgendwie konnte oder gemacht hat, sondern es war den höheren Familien vorbehalten, das zu verwenden, sage ich mal. Der Shogun zu dieser Zeit, der hat dann auch gesagt, Origami gehört jetzt zur Höflichkeitsetikette, vor allem auch der Samurai-Familien. Samurai waren früher in Japan sehr hoch angesehen und diese Samurai-Familien hatten eben auch einen hohen Stand. Und die haben dann Origami verwendet, es war also was für die höheren Klassen des früheren Japans. Und damit hat man eben auch gezeigt, ah, man gehört zur Höflichkeitsetikette, man hält was auf sich, man gehört eben zur oberen Schicht, sodass das bei den normalen Japanern gar nicht so wirklich verbreitet war, sondern wirklich eine Sache der höheren Klassen waren mit dieser Falltechnik. Das Origami von früher sah auch ein bisschen anders aus als das, was wir heute kennen. Die meisten von euch, falls ihr schon mal was von Origami gehört habt, die werden wahrscheinlich jetzt an den Kranich denken, an Hunde, an Kröten, an Herzen, was auch immer. Man kann ja Pflanzen, man kann mittlerweile alles aus diesen Origami-Blättern falten. Aber das war nicht das, was die früher gemacht haben, die Samurai-Familien, sondern es war halt ein bisschen unspektakulärer, sage ich mal, wenn auch interessante und schöne Falltechniken, die eben für Geschenke vorhanden waren. Und dann in der Edo-Zeit, also ein paar Jahrhunderte später, nachdem man das Ganze erfunden hatte, da wurde dann die Art von Origami entwickelt, die wir auch heute kennen. Und die war vor allem da zur Unterhaltung und zum Spielen miteinander, mit den Kindern vielleicht, man hat sich was Schönes gebastelt, eben solche Figuren wie den Kranich und alles. Das heißt, das, was wir heute als Origami kennen, das wurde in der Edo-Zeit entwickelt und diese alte Falltechnik für die Geschenkpapiere, deren Bedeutung wurde dann komplett abhanden gekommen, sodass einige Japaner sich dann auch beschwert haben und gesagt haben, ja, aber das gehörte doch zur Höflichkeitsetikette und das können wir doch jetzt nicht einfach über Bord werfen für die ganzen Kraniche und Tiere, die da gebastelt werden. Und deswegen hat man sich dann oder hat es sich so herauskristallisiert, dass man unter Origami das versteht, was wir heute kennen mit den Kranichen, den Hunden und allem, und unter Origata, das ist dann die Art und Weise, Geschenkpapier zu falten, um Leuten etwas zu geben. Und das existiert auch heute noch. Also die Japaner haben, wenn ihr zum Beispiel mal in einem Kaufhaus seid und die fragen euch, wollen sie das einpacken lassen? Ist das ein Geschenk für irgendjemanden? Dann sind die Bedienungen meistens innerhalb von weniger als einer Minute, haben die das perfekt eingepackt mit einer perfekten Falttechnik und alles. Ist wirklich Wahnsinn, wie schnell und präzise die da sind. Und das ist eben dann dieses Origata. Da gibt es ganz viele verschiedene Regeln, es gibt verschiedene Faltformen und es ist wirklich auch heute dann noch Höflichkeitsetikette, das zu machen und alles wirklich sehr, sehr streng in Regeln gepackt. Da hat man dann auch Regeln, wie man das übergibt, wie man das annehmen muss und alles. Aber das bezeichnet man heute in der Regel als Origata oder Origata Deho. Das Origami, was wir kennen, ist also noch gar nicht ganz so alt. Wie macht man das jetzt genau? Man hat in der Regel solche quadratischen Blätter. Früher hat man das mit Washi gemacht. Washi war japanisches Papier, das gibt es auch noch heute. Das wird zum Beispiel für diese Shoji-Türen verwendet. Das sind so Papierschiebetüren. Ist extrem hochwertiges japanisches Papier. Da gibt es auch eine ganze Tradition. Also die Japaner haben eine Tradition auch im Papier machen. Das wird in der Regel heute nicht verwendet für Origami, weil es schon recht teuer ist,
sondern wenn man normal Origami macht, verwendet man sowas. Das haben wir jetzt hier in einem Supermarkt gefunden in Japan, hat ein bisschen weniger als 100 Yen gekostet, also so an die 80 Cent. Relativ billig, man hat 5 verschiedene Sorten und 80 einzelne Blätter. Und diese Blätter sehen dann zum Beispiel so aus. Das sind wirklich hier, haben wir jetzt ein schwarzes, ne, so ein viereckiges Blatt, hinten meistens so. Da gibt es dann jetzt hier verschiedene Farben, die wir drin haben. Man hat auch welche mit Muster. Die haben wir jetzt hier leider nicht drin in unserem Pack, aber gibt es auch. Und solche Silberpapiergeschichten und alles. Also da kann man ganz viele verschiedene Origami-Blätter eben kaufen. Und da, aus diesen Dingern, kann man jetzt zum Beispiel einen Kranich falten. Da gibt es auch im Internet total viele Faltanleitungen, falls euch das genauer interessiert. Und auch ziemlich viele Bücher, wie man das genau macht. Gerade der Kranich, der für Japan ja schon eine relativ wichtige Bedeutung hat, den macht man oft mit diesen Origami-Blättern. Und da gibt es dann auch den Begriff Senbasuru. Das heißt, man faltet 1000 Kraniche und man glaubt daran, wenn man 1000 gefaltet hat, dann geht ein Wunsch in Erfüllung. Und gerade wenn irgendein Familienmitglied oder ein Freund, eine Freundin, wenn die krank sind und im Krankenhaus liegen, dann gibt es einige, die das eben machen. Dann werden diese Kraniche auch so zu so einer Art Sträuße zusammengebunden. Das sind dann eben 1000 Stück und damit hofft man dann, dass die Person schnell wieder gesund wird. Das gibt es also auch noch, dass man so viele Kraniche macht. Auch in einigen Animes wird das gerne mal verarbeitet. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie man so einen Kranich dann in der Praxis auch falten könnte. Und da habe ich einfach mal Mayu gefragt, ob die einen für uns machen kann, weil die hat das einfach im Kopf gehabt. Viele Japaner können irgendwas mit diesen Blättern falten. Vielleicht nicht unbedingt alle, aber man macht das auch oft in der Schule. Und irgendwas bleibt hängen und zwischendrin macht man das auch schon mal. Also die meisten Japaner können irgendwas mit diesen Origami-Dingern falten. Ob es jetzt ein Kranich, einen Frosch oder einen Hund oder sonst was ist, das hängt immer vom Japaner ab. Aber ich würde sagen, Mayu, zeig uns doch mal, wie das geht. Hallo, hier ist die Mayu. Ich falte jetzt einen Kranich für euch. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert und wir wissen jetzt, wo der Begriff Origami herkommt und welche Bedeutung er in Japan hat, beziehungsweise es ist wirklich was traditionell Japanisches, was schon mehrere Jahrhunderte auch alt ist. Jetzt wollen wir dann nochmal einen Blick in das Spiel von Paper Mario The Origami King werfen und uns genau anschauen, warum es denn eigentlich Origami King heißt und wie die Charaktere in Paper Mario eigentlich so gefaltet werden. Paper Mario Origami King, so heißt das Spiel auf Japanisch und wie der Titel des Spiels natürlich schon sagt, geht es um Origami. Die Welt von Paper Mario besteht in der Regel ja aus Papier, Pappkartons und das besteht sie auch dieses Mal wieder. Aber im neuesten Teil gibt es den bösen König Olli und der hat sich zum Ziel gemacht, die ganze Welt von Paper Mario zu falten bzw. Origami aus ihr zu machen. Und das passt natürlich ganz besonders gut zur Papierthematik, denn wenn man Papier faltet, dann hat man Origami. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Mario und Luigi sind mal wieder auf dem Weg zu Prinzessin Peach und wollen dort aufs Origami-Fest gehen, was da vor dem Palast stattfinden soll. Angekommen in der Stadt sieht man auch, dass wirklich ein Origami-Fest da stattfinden sollte. Wir sehen auch den berühmten Kranich, den Mayu eben auch für uns gefaltet hat. Und generell in der Stadt ist alles voller Origami-Figuren. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet, wie ich finde. Aber es gibt nur ein Problem. Es ist niemand da. Und Mario und Luigi fragen sich natürlich, okay, wo sind die alle hin? Was ist da los? Daraufhin entschließen sie sich dann mal in den Palast zu gehen und Prinzessin Peach zu besuchen. Und Mario findet Prinzessin Peach dann auch, aber die sieht irgendwie so ein bisschen anders aus als sonst. Und die ist auch nicht so nett, wie sie eigentlich ist, denn sie ist aus Origami gefaltet. Also wirklich eine waschechte Origami-Prinzessin Peach. Sehr, sehr gut gemacht, wie ich auch finde. Die kann man sich auch so zu Hause irgendwo hinstellen und basteln, wenn man möchte. Und die steckt Mario erstmal in den Kerker.
Das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch. Mario denkt sich, was ist da los? Findet dann unten im Verlies, in dem er gelandet ist, die Schwester des bösen Königs Olli, und zwar die Olivia. Und die ist auch aus Origami gefaltet. Und da fragen wir uns natürlich, was ist da jetzt genau passiert? Die gibt Mario dann den entscheidenden Hinweis, mit dem er fliehen kann aus dem Kerker. Und auf dem Weg nach draußen finden wir Bowser. Bowser hat auch ein fettes Problem, denn der wurde ebenfalls gefaltet. Zwar ein bisschen komisch gefaltet, nicht so richtig Origami-like, sondern da hatten die wahrscheinlich keine Lust, ihn so richtig zu falten, wie ein schönes Origami. Und der hängt da an der Wäscheklammer so rum und muss mit ansehen, wie seine eigenen Untertanen von den sogenannten Faltschergen zu Origami verarbeitet werden. Also Bowser, ja normalerweise der die Prinzessin immer entführt und dann mit der irgendwo hingeht und den man besiegen muss, diesmal hat's ihn selbst aber auch erwischt. Ist auch mal eine interessante Abwechslung. Aber ja, Bowser ist nicht immer der Oberbösewicht anscheinend. Und nachdem wir es dann rausgeschafft haben, treffen wir wieder auf Prinzessin Peach, die so einen gelben Shy Guy bei sich hat, aber der gibt sich dann als König Olli zu erkennen, der faltet sich dann mal kurz um und ja, da zeigt er sein wahres Gesicht und sagt, ja, ich möchte aus der Papierwelt ein Origami-Königreich machen und möchte alles falten und knicken, und seine Schwester sagt dann schon so, ey, was willst du da machen, mach das nicht, Bruder, was ist da los, und er hört da aber natürlich auf nichts und entschließt sich kurzerhand erstmal das ganze Schloss in Bänder einzuwickeln, reißt das aus dem Fundament, setzt das auf den Berg, und diese Bänder sind verteilt in der ganzen Mario-Welt. Ich meine, wir können uns denken, was wir machen müssen. Wir müssen die einzelnen Bänder dann natürlich irgendwie kappen, also Bosse besiegen und alles, und dann letztendlich natürlich auch den bösen König besiegen, damit wir das Königreich retten können. Das ist so die grundlegende Geschichte dahinter natürlich. Mario und Bowser, die konnten dann fliehen und dann beginnt das Abenteuer so richtig. Also ist mal ein bisschen was anderes von der Geschichte her irgendwie, und ich finde, es passt eigentlich wirklich perfekt zur Papierthematik, denn Paper Mario, da geht es ja immer um Papier, und die haben innerhalb des Spiels ja auch mal versucht, verschiedene Settings zu machen mit dem Papier, und jetzt Origami ist natürlich ein Setting, was da wirklich perfekt reinpasst. Das soweit zur Geschichte vom neuen Paper Mario, ist also mal ein bisschen was anderes, obwohl natürlich der Grundton der Geschichte gleich bleibt, ne? Mario geht zu Prinzessin Peach, mit der ist irgendwas passiert, die wird entführt und dann müssen wir die Prinzessin und das ganze Königreich retten. Aber ist trotzdem nochmal so ein bisschen anderer Touch, wie ich finde, und das gefällt mir persönlich ganz gut. Die Grafik finde ich auch absolut super ansprechend. Es ist alles, also diese Papiergrafik kommt einfach total gut rüber, finde ich. Und es ist halt, wie gesagt, alles aus Papier. Die Toads, die sind besonders süß, finde ich. Also über die ganze Welt sind verschiedene Toads verteilt. Und diese Toads, die stecken teilweise irgendwo drin, die muss man dann rausziehen, oder die sind gefaltet und dann muss man mit dem Hammer ordentlich draufhauen und die wieder platt machen, damit die wieder wie Papier sind. Einfach mega süß. Oder man hat Toads, die sich in Origami-Hunden verstecken oder in so Origami-Grashüpfern, und dann muss man die auch mit dem Hammer wieder richtig hauen, also platt machen, damit sie wieder richtiges Papier sind. Einfach super, super süß gemacht, wie ich finde. Und Mario selbst kann sich auch ein bisschen falten. Dann gibt es dann so Faltkreise. Wenn der da draufsteht, faltet der seine Arme und damit kann er dann Wände abreißen oder nochmal Gegenstände bewegen. Also auch das eine ganz gute Idee, wie ich finde. Und man merkt eben, Origami zieht sich durch die komplette Welt. Jetzt bin ich natürlich kein professioneller Spielejournalist oder so, deswegen kann ich euch auch nicht so viel über die Engine sagen und das alles so gut analysieren und auf den technischen Daten, wie das vielleicht jemand kann, aber dafür guckt er mich ja auch nicht. Ich bin ja nicht hier der Spieleanalyst, sondern ich sehe das Ganze als jemand, der halt eben dieses Spiel nun normal spielt, der seit seiner Kindheit auch immer schon mal gerne Paper Mario und verschiedene Nintendo-Spiele auch gespielt hat. Für mich persönlich, wie gesagt, die Grafik gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Story ganz nett. Ich finde die Charaktere süß gemacht. Ich finde das ganze Setting, also die Welt, es gibt unglaublich viel in dieser Welt zu entdecken. Unglaublich viele kleine Dinge auch. Man kann mit dem Hammer da fast alles kaputt hauen. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich finde, man merkt, dass da auf die Details geachtet worden ist, dass eine gewisse Liebe zu dem Detail auch da vorhanden ist. Und das gefällt mir persönlich ganz gut. Das Einzige, was ich nicht ganz so gut finde, ist das Kampfsystem. Ich persönlich fand dieses Level-System, was es bei Paper Mario oft gab, dass man, ne, man kämpft mit Leuten, dann bekommt man Erfahrungspunkte und dann kann man sich ableveln. Das fand ich persönlich immer ganz gut. Das fehlt jetzt hier, diese Art von System gibt es nicht. Auch das Kampfsystem generell ist ein bisschen anders. Man kann die Gegner am Anfang anordnen und dann nochmal seine Angriffskraft erhöhen. Das funktioniert auch. Also es ist so ein bisschen Puzzle-Effekt vielleicht noch mit drin für die Leute, die sowas mögen. Ich persönlich bin da jetzt nicht so ganz der Fan von, aber das ist natürlich eine sehr persönliche und subjektive Sache. Ich habe lieber ein klassisches RPG
Level-Kampfsystem irgendwie. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich das mega anstrengend finden in dem Spiel, sondern es ist halt einfach eine persönliche Geschmackssache, würde ich sagen. Aber diese Gegneranordnung und so macht das Spiel jetzt nicht kaputt, sage ich mal. Für mich auch nicht. Aber ich hätte mir noch ein bisschen was anderes gewünscht, was das Kampfsystem angeht. Könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr dieses Kampfsystem vielleicht sogar besonders gut findet und wie ihr das so seht. Eine besonders gute Idee in dem Spiel finde ich auch die Schnipsel. Die Paper Mario Welt besteht ja aus Papier und es gibt in der Welt viele Lücken jetzt, weil der böse König natürlich sich ein bisschen Papier genommen hat, damit er da irgendwas herstellen kann, falten kann, was weiß ich auch nicht alles. Und mit den Schnipseln, die man aufsammelt, kann man diese Lücken dann eben füllen und kann die Welt wieder so werden lassen, wie sie vorher auch war. Man repariert die Welt praktisch. Diese Schnipsel bekommt man jetzt aber nicht nur, wenn man irgendwie gegen den Baum haut und da die Schnipsel eben runterfallen, sondern auch, wenn man Gegner besiegt. Und das finde ich auch, das ist unfassbar schlüssig, finde ich. Ist eine gute Idee. Man hat Origami-Gegner, die sind wirklich gefaltet, wie Origami eben. Und die kann man dann kaputt hauen. Und wenn die kaputt sind, dann bleiben natürlich Schnipsel übrig im Grunde. Es bleibt ja Papier übrig. Und dieses Papier, das sammelt man dann ein und kann damit wieder was machen. Und das finde ich auch eine unglaublich schöne Idee. Ist auch wieder so ein kleines Detail irgendwie, was halt unglaublich gut zur Thematik passt, was schlüssig ist, wie ich finde. Und das finde ich eben auch eine schöne Sache. Im Übrigen, diese Papiergegner, ich habe auch gesehen, Nintendo hat auf der japanischen Seite, zumindest auf der offiziellen Seite, bietet es auch diese Origami-Sets an. Also man kann sich einen Origami Peach, einen Bowser, einen Goomba, man kann sich die alle auch wirklich nachfalten. Da hat Nintendo direkt die passenden Origami-Sets auch mit so rausgebracht. Finde ich super. Also wenn ich ein bisschen jünger wäre, so als Kind oder so, hätte ich mega, mega gefeiert, wenn ich das Spiel gespielt hätte und dann hätte ich noch bei Nintendo das Origami-Set dazu basteln können, mir die Figuren ins Zimmer stellen können. Hätte ich super gefeiert. Also finde ich eine sehr tolle Idee. Auch noch ein Detail, was ich sehr schön finde, sind die Tanzeinlagen, die es immer mal wieder gibt. Es gibt am Anfang zum Beispiel so einen Baumstumpf, dem muss man helfen. Dann gibt man ihm so einen Gedeihkorn und er wächst wieder. Und dann auf einmal, mitten im Spiel, so du erwartest nichts, kommt ein Tanz. Die Bäume tanzen mit guter Musik dabei, Mario tanzt und denkst dir, oh, was passiert jetzt? Einfach so eine kleine Tanzeinlage, auch unfassbar gut gemacht, wie ich finde. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Man hat das Gefühl, wenn man das Spiel spielt, dass wirklich Zeit da reingeflossen ist, dass das nicht mal eben so zusammengekleistert, gefalten worden ist, sondern dass man wirklich Zeit investiert hat und vor allem auch auf die kleinen Details geachtet hat. Und das finde ich super. Bisher gefällt mir das Spiel wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, die Origami-Thematik ist perfekt umgesetzt worden. Also besser geht's eigentlich gar nicht zu sagen, wir haben hier Thematik Origami, die wollen wir ins Spiel bringen, gepaart mit Paper Mario zusammen, so wie das umgesetzt ist in der Welt, finde ich super. Wirklich, passt super, ist schlüssig ineinander. Weiß ich nicht, also ist super, finde ich einfach gut, wie das umgesetzt worden ist und ich finde auch, dass man durch das Spiel einen guten Eindruck davon bekommt, was Origami eigentlich ist und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere, der das Spiel spielt, dadurch Interesse an Origami gewinnt und sich vielleicht dadurch dann auch ein bisschen mehr für die japanische Kultur und Gesellschaft interessiert und sagt, oh ja, was machen die Japaner denn da eigentlich noch anderes? Also es ist auch eine gute Werbung für japanische Kultur, wie ich finde, eben diese Origami-Thematik und gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Deswegen mein Fazit bis hierhin vom Spiel überzeugt mich bisher sehr. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, wie das Spiel enden wird und alles. Aber bisher, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem ich gespielt habe, wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem die Grafik finde ich super, die Liebe zum Detail, das, was man alles wieder sammeln kann. Man kann so Statuen auch sammeln und finden in Schatztruhen. Die Charaktere ist alles unglaublich süß gemacht. Ist auch teilweise sehr witzig, ja, die Dialoge, die sie sich da so ausgedacht haben, mit natürlich auch ein paar Wortspielen und allem. Also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und vielen Dank auch an Nintendo, dass ihr mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt habt. Ich habe mich sehr gefreut natürlich, als Nintendo mich gefragt hat, ja, hast du Lust, Paper Mario vorzustellen in dem Video und ein bisschen was über Origami zu erzählen? Ich habe gedacht, ja klar, möchte ich das machen. Ja klar, bin ich dabei. Ich meine, seit Kindheit spiele ich gerne Nintendo-Spiele, habe eigentlich nie was anderes gespielt und auch Paper Mario war immer eine super Serie, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Deswegen hat mich das natürlich sehr gefreut, dass ich hier auf dem Kanal diese Kultur-Japan-Vermittlung damit auch ein bisschen natürlich verbinden kann und euch nun ein bisschen was über Origami erzählen konnte und dann direkt auch ein Spiel dazu vorstellen konnte. Jetzt am Ende habe ich noch ein, zwei Fragen an euch.
Kanntet ihr Origami schon vor diesem Video hier? Und wenn ja, habt ihr schon mal was gefaltet? Und wie findet ihr die Einbettung von Origami in das neue Paper Mario? Falls ihr es gespielt habt, das Paper Mario euch geholt habt, wie findet ihr? Findet ihr es auch gut umgesetzt? Oder sagt ihr, nee, finde ich nicht so ganz? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Videokommentare hier unter das Video. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal an Nintendo. Ich gehe jetzt erstmal noch eine Runde die Faltschergen mit dem Hammer klatschen. Ich muss noch ein paar Toads befreien, weißt du? Jetzt immer, es tut mir so leid, wenn die da so wie so Papierknöll da rumliegen. Erstmal mit dem Hammer ordentlich draufhauen. Wunder, dass sie nicht sterben und die erstmal wieder zurückholen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.